Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, liebe Landsleute und Gäste. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, immer wenn wir über naturwissenschaftliche Dinge sprechen, dann kommt mir das kalte Grausen hier hoch. Und zwar aus folgendem Grunde, weil wir nicht wirklich sachlich über die Problematik sprechen, sondern sozusagen mit ideologischen Argumenten. Wenn man wirklich diese Problematik angehen will, dann ist es natürlich völliger Unsinn, dass man behauptet, wir haben eine Studie und wir müssen jetzt in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr untersuchen, ob es bei uns auch so ist. Natürlich gibt es Unterschiede in unterschiedlichen Ländern und in unterschiedlichen Gebieten und Landschaften. Und deshalb wäre es sehr sinnvoll, wenn man eine solche Studie macht, wenn man eine Aufklärung haben will. Zudem, ich muss Ihnen ganz offen sagen, die LED-Angelegenheit hier, dieser Antrag, das erscheint mir mehr als ein Lobbyantrag. Ja, hier wird ein bestimmter Industriezweig sozusagen, soll hier gefördert werden. Und da muss ich ehrlich sagen, ist mir die Sache zu wichtig. Wir sollten allgemeiner darüber reden und diskutieren und sagen, wo sind denn die Hauptursachen, wenn das so wäre? Und ich kann mir gut vorstellen, dass es so ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es so ist, weil wir eine starke Nutzung der Landschaft haben. Aber meine Damen und Herren, die Ideologie hilft uns hier nicht weiter. Und ich muss Ihnen mal eins sagen. In der Naturwissenschaft ist es nicht so, dass wenn man eine Studie hat, man sagt, so ist es, diese Studie beweist es. Nein, dann kommen andere und überprüfen diese Studie. Und ich kann Ihnen Dutzende Beispiele nennen von ganz wichtigen Studien, die sich nachher als falsch herausgestellt haben, weil sie nämlich ideologisch oder aufgrund von Karrieresucht der Wissenschaftler gefälscht wurden. Da gibt es Dutzende Studien. Und ich muss Ihnen ganz offen sagen, ich habe gesagt, es gibt Konkurrenz, dass die Wissenschaft funktioniert dadurch, dass Ergebnisse überprüft werden können. Und deshalb muss man Ergebnisse überprüfen können. Und diese Studie, von der hier berichtet wird, die ist dermaßen unsolide, sich darauf zu beziehen, um ganze Systeme abzustellen und abzuändern, da kann ich nur sagen, so etwas Unsolides und so etwas Risikofreundliches, wie Sie hier präsentieren, gute Nacht. Dankeschön.